ganz herzlich begrüßen zum heutigen Vortrag, den Dr. Hubert Weitensfelder halten wird. Er ist, wie gesagt, er ist in Dornbirn geboren, das heißt, wir haben vorarlbergerisch mit den Untertiteln, wir werden dann, nehmen sie auch auf, zeichnen sie auf, wir werden dann Untertitel drunter geben. Ah, das war jetzt auch da, nicht gerade Sie, ist zu Hause. Ja, er ist Privatdozent am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien und auch im Technischen Museum schon länger und da zuständig für den Sammlungsbereich Produktionstechnik und hat umfangreich ja, publiziert, vor allem zur Regional- und Technikgeschichte und eben auch zuletzt zum Buddhismus und Moderne in Österreich bis zum Ersten Weltkrieg, also in einem Band, der herausgegeben wurde von Rudolf Leb und von Astrid Schweighofer. Ja, und wir dürfen uns heute auf den Vortrag freuen und ich übergebe gleich an den Breitensfelder. Hallo Walter. Zunächst Gruß an alle digital Teilnehmenden. Wir sind hier ein voller Saal, Sie hätten eh keinen Platz mehr gehabt, also seien Sie froh, wenn Sie nur zuschauen. Das mit dem Vorarlbergischen wird hoffentlich nicht so schlimm werden, Sie können ja Zwischenfragen stellen. Wir werden das Ganze so gliedern, dass ich zunächst erzählen werde und im Anschluss daran ein bisschen ein PowerPoint durchklicken werde. Das ist so meinem eigenen Rezeptionsverhalten geschuldet. Ich muss sagen, wenn ich gleichzeitig Bild und Ton habe, dann breche ich irgendwann weg. Deswegen also in dieser Reihenfolge. Der Kontext des Ganzen, was ich Ihnen heute erzähle, der ist im Rahmen eines Buches entstanden über die Geschichte des Buddhismus in der Habsburger Monarchie beziehungsweise in der Republik Österreich vom 16. Jahrhundert bis zum Jahr 1960. Ich habe jetzt 4 Jahre daran geschrieben, im letzten Jahr habe ich schon eher laboriert daran, muss ich sagen, aber jetzt ist der Text einigermaßen fertig und sollte Sie das Thema interessieren, hoffe ich, dass man nächstes Jahr, dass das Buch erscheinen wird. Wie gesagt, also Geschichte Buddhismus in der Habsburger Monarchie, das ist doch ein Raum zwischen Bregenz und Brody und zwischen Dubrovnik und Krakau. Und nach 1918 habe ich mich noch mit Österreich und Ungarn extra beschäftigt, wie gesagt, bis zum Jahr 1960. Das ist das erste Mal, dass das so angegangen wird, glaube ich. Es gibt nicht allzu viel Literatur zur Geschichte des Buddhismus in Österreich. Es gibt also von einem deutschen Buddhismushistoriker, von Helmut Hecker, gibt es einen dicken Band über den berühmten Indologen und Übersetzer der Reden Buddhas, über Karl Eugen Neumann. Sonst sind eigentlich in den 90ern sind 2 Diplomarbeiten erschienen und deswegen, seither war fast nichts, also alle paar Jahre ein kleiner Aufsatz, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, nie mit dem Blick auf das Ganze. Das hat natürlich schon auch mit der Sprachsituation in den Nachfolgestaaten unter Anführungszeichen zum tun. Aber beispielsweise in Ungarn ist seit dem Jahr 2000 in englischer Übersetzung wirklich vieles passiert, das übrigens heute leider nicht zur Sprache kommen kann, weil wir eben uns heute auf Wien konzentrieren. Insgesamt hat es in den vergangenen 30 Jahren, würde sagen, es um sich die Bedingungen überhaupt über die Geschichte des Buddhismus in Österreich zu schreiben, sie haben sich wesentlich verbessert. Zum einen würde ich sagen, inhaltlich, weil viel auf verwandten Gebieten vorgearbeitet wurde. Es gibt ja egal aus der These der Säkularisierung und sage ganz kurz was dazu, dass man sagt, also im 19. Jahrhundert durch die Industrialisierung und durch das Vordringen der modernen Naturwissenschaften haben sich viele Menschen von den traditionellen Kirchen und von den Glaubensinhalten entfernt.
Und zeitlang ist die Forschung mehr oder weniger dabei stehen geblieben. Das heißt, ein Teil der Schäflein war verloren und man hat sich nicht so gefragt, wo die alle hingegangen sind. Und was sich aber jetzt in den letzten 30 Jahren abgezeichnet hat, ich bezeichne jene, die sich von den Kirchen gelöst haben, da würde ich sagen, religiös-spiritueller Dissens, um es ein bisschen geschwollen auszudrücken. Das heißt, die Leute, die sind unter anderem hingegangen, die haben sich mit Okkultismus und Spiritismus beschäftigt, die haben sich mit Theosophie und Anthroposophie befasst. Sie waren in der ethischen Bewegung tätig, im Monismus. Sie waren Freidenker und Freidenkerinnen. Das ist also mehr oder weniger, würde ich sagen, ein Teil des Milieus, innerhalb dessen der Buddhismus sozusagen Eintritt nach Österreich schafft. Der kommt jetzt also nicht so als Hochreligion her, sondern mit einer Reihe von zeitbedingten Strömungen. Der Hintergrund für diese Strömungen, dass sie überhaupt entstehen und größer werden, ist eben, würde ich sagen, dass man mit den traditionellen Glaubensinhalten nicht mehr so zufrieden war. Und das andere aber auch, dass man sich bewusst gegen den Anspruch, gegen die Vorherrschaft der katholischen Kirche gewandt hat. Also mehr oder weniger auch ein antikatholisches Engagement und ein Teil, also beispielsweise Monismus, da hat sich die Buddhismusrezession getroffen mit damals modernen Strömungen in der Naturwissenschaft. Das ist ja einigermaßen bis heute geblieben, hat in den 1880ern ungefähr begonnen, würde ich sagen, dass man halt sagt, okay, der Buddhismus ist etwa im Verhältnis zum Katholizismus, er ist näher an den Ergebnissen und an den Erkenntnissen der Naturwissenschaften. Und das äußert sich heute unter anderem halt auf die Art, dass man jetzt die Möglichkeit hat, etwa Gehirnströme von Meditierenden zu untersuchen, das heißt eine neue wissenschaftliche Anwendung, um zu schauen, was spielt sich da eigentlich im menschlichen Hirn ab. Wie gesagt, das sind so einige inhaltliche Voraussetzungen, auf die ich jetzt aufbauen kann, dass also diese Teilgebiete ganz gut erforscht sind. Das Zweite sind schlicht und einfach neue digitale Suchmöglichkeiten, die sich jetzt aufgetan haben. Also ich beschäftige mich jetzt ungefähr, was nicht, seit 15 Jahren sammle ich Material zu diesem Thema. Und irgendwann, wie ich denke, jetzt fangst an, wie ich gedacht habe, jetzt fangst an zu schreiben, habe ich mir in der ÖMB kundig gemacht. Also online habe ich mal geschaut, wie viele Werke gibt es in der ÖMB bis 1960, beziehungsweise das Stichwort war 1956, die Titel Buddhismus tragen. So als erster Anfang, dass man weiß, was ist vorhanden. Es waren über 500 verschiedene Titel. Dann habe ich dasselbe bei der Universitätsbibliothek versucht, sind auch über 200 Buchtitel zustande gekommen und dann war das schon einmal ein gewisser Korpus, wo man hineingehen konnte. Und das absolut Geniale, würde ich überhaupt sagen, ist vielleicht dem einen oder der anderen am Begriff, ob hier anwesend oder digital, die sogenannte Anno-Suche in der ÖMB. Das heißt, dass man bestimmte Begriffe durch Anleitungen schickt, die bereits digitalisiert worden sind. Also dass man eigentlich ein riesiges Netz auswirft, ein irrsinnig dichtes Netz und dann halt dementsprechend auch einen derartig fetten Fang hervorzieht, dass es schon ein Problem ist, das Ganze gewissermaßen an Bord zu heben. Also ich habe über die ÖMB-Anno-Suche, würde ich sagen, mehr als 1000 Hinweise bekommen und da kommt man einfach auf Dinge drauf, die man sich vorher einfach nicht überlegt hatte. Nicht? Also man findet Fortsetzungsromane in irgendeiner Zeitung, die zu Recht vergessen sind, ebenso wie die Autoren zu Recht vergessen sind, aber irgendwo ist da ein Kapitel über Buddhismus drin und der Buddhismus ist dort, oder es kommt dann Buddha vor, als Kunstfigur, also als Figur,
Das ist dort ein exotisches Einsprengsel, um die Erzählung oder die Kriminalerzählung interessanter zu machen. Würde kein normaler Mensch draufkommen, dass man sowas sucht. Oder ein weiteres Beispiel, dass man bis in die Kreuzworträtsel hineinkommt und dann beispielsweise den Satz markiert liest, also die Staatsreligion in Siam ist der Buddhismus. Das heißt, da kann ich wieder rückschließen, okay, in den 1940er Jahren war das Wissen über Buddhismus, man konnte schon so viel voraussetzen bei den Kreuzworträtsel lösen, dass man diese Frage hat stellen können. Was nämlich immer mitläuft bei dieser Recherche ist, wie viel Wissen über den Buddhismus oder über ostasiatische Religionen war zu einer bestimmten Zeit vorhanden. Das läuft also immer mit. Das ist sozusagen der Hintergrund, vor dem man auch das Engagement beurteilen kann. Und ich bin auf diese Art beispielsweise also auch sicher auf 40 Vorträge in den Anzeigenteilen der Zeitungen gestoßen. Ich weiß nicht, ob Sie jemals eine neue freie Presse in der Hand gehabt haben. Immer die Anzeigen sind winzig. Also salopp gesagt, man würde mehrere Wiedergeburten brauchen, um also mit normalen Mitteln so ein Ergebnis zu erzielen. Und unter Dutzend vollkommen anderen Anzeigen, da muss ich jetzt erst einmal einen Vortrag finden mit dem Titel Buddhismus und Christentum. Also auf diese Art hat sich das einfach, hat sich eine große Menge ergeben. Aber das hat dann natürlich, wenn man es dann ernst nimmt, dann schaut man diese 1000 Anregungen durch. Das eine oder andere wird man kopieren, dann bleiben vielleicht 150 übrig, die man eben sonst im großen Teil nicht gefunden hätte. Und ja, ist nicht so, dass keine Arbeit übrig bliebe. Oder ein anderes schönes Beispiel, das, weiß nicht, wie lange die schon digitalisiert sind, das Archiv der Wiener Volkshochschulen, die einen ganzen tollen, eine sehr, sehr einfache Fundmethode haben. Die haben seit den 1890er Jahren alle Vorträge eingegeben und die kann jetzt über eine ganz einfache Suchmaske die Suche antreten. Und ich habe also die Worte Buddhismus, Buddha und Tibet eingegeben, die also irgendwo in den Vorträgen aufscheinen und bin, ich werde dann genauer noch etwas darauf zu sprechen kommen, auf über 300 Nennungen gekommen. Diese 300 Nennungen wiederum haben sich auf 60 Vortragende verteilt, was dann wieder ein Stücklein Arbeit bedeutet hat natürlich, dass man sich diese 60 Vortragenden anschaut, die alle eigentlich so gut wie kein Buddhist dabei, aber man fragt sich dann also warum, wie kommen die dazu, einen Vortrag über Buddhismus zu halten. Also so viel ein wenig zur Vorgeschichte. Und es war mir auch wichtig, also mich nicht nur auf Personen zu konzentrieren. Das ist natürlich auch eine relativ einfache digitale Suche, die er heute machen kann. Wiener Literatur der Moderne. Ich google Arthur Schnitzler und Buddhismus und schaue, was mir das Werkel bringt. Also Gott sei Dank sind seine Tagebücher digitalisiert. Da kommt 6-mal das Wort Buddhismus vor, Tagebücher über 40 Jahre. Ja, also man kann zusammenfassend sagen, Schnitzler war kein Buddhist, er hat halt eine Menge Gespräche geführt und irgendwann war irgendwo mit irgendwem vom Buddhismus die Rede und das hat er halt notiert. Aber immerhin, es ist eine Suchmöglichkeit. Aber eben über diese Personen, über diese personelle Ebene hinaus war es mir wichtig, die Infrastruktur auch zu erfassen, also wie war es überhaupt möglich für einen Bewohner, eine Bewohnerin, zum Beispiel der Stadt Wien, wo hat man sich Kenntnisse über den Buddhismus holen können oder über ostasiatische Religionen. Und da war für mich also wesentlich, ist ja kein Zufall, weil ich in einem Museum arbeite, dass ich mir auch die Sammlungen und die Museen hernehme und mir zum Beispiel anschaue, also ab wann hat es Objekte betreffend ostasiatische Religionen in Österreich in der Habsburger Monarchie gegeben. Ist bis jetzt, glaube ich, auch noch nicht
gemacht worden. Da müsste also tüchtig was übersehen haben. Und damit im Zusammenhang, also nicht nur die Sammlungen, sondern auch die nächste Frage, ab wann gibt es denn welche Besuchsmöglichkeiten? In den Vorläufern der Museen ist es so, und das sind die sogenannten Kunst- und Wunderkammern der Herrscher und der Fürsten, da erhält nur ein elitäres Publikum Zutritt und kann also, kommt überhaupt einmal in die Lage, eine Figur beispielsweise zu sehen. Aber ab den 1760er, 1770er Jahren werden bestimmte habsburgische Museen für ein breiteres Publikum geöffnet. Und da besteht dann zumindest die Möglichkeit, und es gibt also auch Beschwerden aus der Zeit, dass man sagt, na, da kommen die Kindsmägde mit den kleinen Kindern, da kommen Leute, die nicht hierher gehören. Also aus diesen Beschwerden liest man dann auch ab, okay, auch die unteren Schichten im Prinzip hatten Möglichkeit, Museen zu besuchen und dementsprechend solche Statuen, Bilder zu sehen. Ja. Also weitere Infrastruktur sind Vorträge, wie ich schon angedeutet habe, sind Filme, sind einschlägige Buchhandlungen. Es hat also Buchhandlungen über Okkultismus gegeben, beispielsweise, wo der Buddhismus dann gerne mitgelaufen ist. Dann kann man sich anschauen, was ist in den Leihbibliotheken vorhanden. Da komme ich auch noch kurz darauf zu sprechen. Und eine weitere Möglichkeit der Quelle sind Lichtbilderverleihanstalten, beispielsweise kurz vor dem Ersten Weltkrieg, in der Zwischenkriegszeit, die also praktisch Dias, eine Vorform von Dias, verliehen haben. Das waren ganze Dia-Reihen, beispielsweise über China, über Indien. Und da ist in den Beschreibungen jedes einzelne Dia, also jedes Thema aufgelistet gewesen. Und da kann ich schauen, okay, da wird irgendwo ein buddhistischer Mönch abgebildet. Und natürlich auch die Sprechwahl, also wie hat man das Ganze bezeichnet, ist sehr, sehr interessant. Nicht? Weil das sind keine Mönche, das sind Bonzen und das sind keine Gottesfiguren, sondern das sind Götzen. Nicht? Also auch ein Einblick in die Mentalität der Zeit. Ganz prinzipiell muss man sagen, also Buddhismus in Europa ist unglaublich weit weg. Also das, wenn man mit den anderen abrahamitischen Religionen vergleicht, etwa in der Habsburger Monarchie, wenn man hat die Möglichkeit gehabt, Muslime kennenzulernen, wenn man das wollte. Man hat die Möglichkeit gehabt, mit Juden in Kontakt zu treten, aber einen Buddhisten oder eine Buddhistin irgendwann in seinem Leben, und das ist also bis weit ins 20. Jahrhundert der Fall, persönlich zu treffen, das war die absolute Ausnahme und Sensation. Also es gibt eine buddhistische Ethnie in Europa, die Kalmücken, die seit also am Kaspischen Meer, die seit dem 17. Jahrhundert Buddhisten sind, aber ja, man hatte nicht besonders viel Anlass, in die kalmückische Steppe zu fahren, um dort Buddhisten zu begegnen, was ich jetzt nicht sarkastisch sage, aber war jetzt nicht unbedingt ein Hauptreiseziel. Ja. Bei den Reisen, das ist ein Thema, das mich jetzt in meinem Buch also heftig erfasst hat. Zunächst wollte ich die Reiseberichte eher in einem kleinen Kapitel behandeln. Jetzt ist es fast die Hälfte der Darstellung geworden, weil mir im Lauf der Recherchen mir bewusst geworden ist, nämlich genau dieses Erlebnis eines buddhistischen Milieus oder dieses wirkliche Treffen von Buddhisten, da hat man hinfahren müssen. Dann hat man zu den sehr, sehr wenigen Sinneszeugen gehört, die halt schlicht und einfach Erfahrung damit gehabt haben. Einige dieser Leute haben dann auch Reiseberichte geschrieben. Das heißt, sie sozusagen Zeugnisse dieser Sinneszeugenschaft. Und da habe ich mir dann, ich habe ungefähr, was nicht, gut 90 deutschsprachige Reiseberichte durchgeschaut, wo natürlich über große Bereiche von etwas anderem die Rede war als vom Buddhismus. Ich würde sagen, es war Teil der allgemeinen Faszination von Asien. Vollkommen Leute, die total anders ausschauen, natürlich sprachlich unglaublich weg sind und dann haben sie eine andere Religion auch noch.
Und um das Unglück voll zu machen, sind es nicht so monostrukturell, wie man es in Österreich gewöhnt war, sondern da sind die Religionen wild durcheinander gegangen nach österreichischer Rezeption. Und man war jetzt nicht sicher, ist man in einem konfuzianischen Tempel, ist es ein taoistischer Tempel oder hat man es doch zu den Buddhisten geschafft. Also das widerspiegelt sich dann auch in diesen Reiseberichten. Diese Reisen insgesamt waren sehr, sehr einseitig angelegt. Also es gibt Berechnungen, dass allein auf den Schiffen der niederländischen Ostindien-Kompanie vom Beginn des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, also in ungefähr 200 Jahren, ungefähr 1 Million Europäer sich nach Asien aufgemacht hat. Von Asien nach Europa gekommen sind, also ich will jetzt sagen, man kann es an einer Hand abzählen, aber sagen wir Hunderte, aber nicht wirklich nicht viel mehr aus Ostasien. Das heißt, das ist da vollkommen disproportional. Die Milieus der Reisenden, also diese Reiseberichte, nehmen in den 1840er Jahren zu, ich spreche jetzt also immer von der Habsburger Monarchie. Das ist also die Zeit 1840er, 1850er, wo China und etwas später Japan mit militärischen Mitteln von den Westmächten sozusagen aufgebrochen werden, gezwungen werden, ihre Häfen zu öffnen. Und das ist genau die Zeit, wie eben die ersten Reisenden auch nach Ostasien, also in etwas größerer Zahl kommen. Die kommen auch aus verschiedenen Milieus, aus verschiedenen Anlässen. Das sind halt Privatiers oder Publizisten, das sind Kaufleute mit Handelsinteressen, das sind Leute in militärischen Missionen, die also um die österreichisch-ungarische Marine dort, also um dort Präsenz zu zeigen. Das sind einige der interessantesten Berichte. Und es sind natürlich auch Missionare darunter. Das ist eh klar, das war ein erheblicher Teil des Interesses auch, das man an Asien gehabt hat. Also bei den Reisenden nur ganz wenige Namen, sind auch einige Wiener und Wienerinnen darunter. Die erste sozusagen, die diesen modernen Trend eingeleitet hat, der Reise und des anschließenden Berichts, Ida Pfeiffer, eine recht berühmte Weltreisende, hat 3 solcher Reisen unternommen. Die erste, die sie also in die Mündung des chinesischen Perlflussgebietes geführt hat, also Größenordnung Kanton, Hongkong, da beschreibt sie also ihre Erfahrungen und man muss sagen, also das klingt ausgesprochen hölzern und feindlich, was sie von sich gibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, sie hatte fast nichts, worauf sie aufbauen konnte. Es hat keine gescheite Literatur geben und sozusagen das Netzwerk der Vorinformation war sehr, sehr dünn gestrickt. Eine weitere Frau aus Wien, Alice Schalek, ist heute vielleicht nur noch Spezialisten und Ihnen am Begriff, ist eigentlich vor allem deswegen, wenn überhaupt, im kollektiven Gedächtnis geblieben, als sie im Ersten Weltkrieg die einzige weibliche, also der einzige weibliche Kriegsberichterstatter gewesen ist und hat das Pech gehabt, dass sie dadurch den Zorn von Karl Kraus auf sich gezogen hat, wodurch sie gewissermaßen auch eine Art von Berühmtheit erlangt hat. Es ist nicht besonders bekannt, dass Schalek auch Reisen nach Südostasien und Ostasien unternommen hat. Und mit ihren Urteilen kann man sagen, kommt ein bisschen ein neuer Ton, zumindest in einzelnen Sätzen, in die Reiseliteratur. Sie ist beispielsweise in Rangun, war sie sehr, sehr beeindruckt von der Schwedagon-Pagode und versteigt sich, also muss man natürlich sagen, im Kontext der österreichischen Reiseliteratur dieser Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg, zu Sätzen wie, ich zitiere, Buddha ist in mir, Kloster von Schwedagon, nie vergesse ich dich. Das ist also damals, ich meine, es mag auch ein bisschen inszeniert gewesen sein, aber das ist für damals schon eine sehr ungewohnte Ansage, weil man irgendwie eine persönliche Ergriffenheit mitträgt,
das ein bisschen auch was mit Buddhismus zu tun hat. Ein Extrembeispiel in die andere Richtung ist eigentlich der bekannteste Wiener, der in dieser Zeit auch nach Ostasien fährt, Erzherzog Franz Ferdinand, der also eine sogenannte Prinzenreise unternommen hat in den Jahren 1892-93 mit dem damals modernsten Schiff der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine. Der Bericht war recht dick, hat sich gut verkauft. Franz Ferdinand hat auch eine sehr, sehr große Sammlung mitgebracht. Mit den Einheimischen und auch mit den Buddhisten hat er sich nicht so richtig angefreundet. Es ist also der Ton also sehr sarkastisch, herablassend und ja, eigentlich schon ziemlich ungut, schon lustig. Man muss manchmal mitlachen, aber ja, schon irrsinnig von oben nach unten. Es ist aus diesem Bericht, ist vor ein paar Jahren eine Auswahl erschienen. Man hat also über die Qualität der Auswahl diskutiert, aber ich glaube, der Titel dieser Auswahl trifft den Ton von Franz Ferdinand recht gut. Der lautete nämlich, die Eingeborenen machten keinen besonders günstigen Eindruck. Und also dieses Mitschwingen hat man ungefähr über 1000 Seiten lang. Und Franz Ferdinand hat auch der Jagd gefrönt, natürlich auch in buddhistischen Ländern. Er hat ja, wie, glaube ich, ganz gut bekannt ist, ziemlich alles geschossen, was ihm jemals vor die Flinte gekommen ist. 270.000 Stück sind gezählt. Aus buddhistischer Sicht muss man sagen, Sarajevo, he had it coming. Also das, ja. Was ist spezifisch für den Blick auf Wien? Es ist gar nicht so einfach, jetzt also Geschichten auszusuchen, die nur mit Wien zu tun haben. Es haben halt viele Geschichten, sind gewissermaßen überregional und haben halt auch einen Wien-Bezug. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Wien halt das Zentrum der asienbezogenen Wissenschaften ist, die in den Jahrzehnten erst im Entstehen begriffen sind, also beispielsweise Indologie, Sinologie, Japanologie, Völkerkunde, Ethnologie. Wien ist auch das Zentrum geistiger Bewegungen und wichtiger Vereine. Ist jetzt nichts sehr Neues, was ich hier mitteile. Es ist der Sitz großer Sammlungen und Museen. Und es ist nicht zuletzt natürlich ein wichtiger Verlagsort für Publikationen. Das sind also einige dieser Dinge, die sich in Wien häufen. Was die chronologische Abfolge, also ich meine, es wären hunderte kleine Geschichten zu erzählen. Ich habe jetzt auch auf diesen Vortrag gedacht, wenn ihr also eine Datenreihe für Sie anlege, dann sind sie mir spätestens nach 20 Minuten entglitten. Deswegen habe ich es ein bisschen sehr exemplarisch versucht. Aber ich denke, beispielsweise für die frühe Neuzeit, für den Zeitraum von den ersten österreichischen Berichten über buddhistische Länder, also Ende 16. Jahrhundert bis ins frühe 19. Jahrhundert, könnte man gliedern etwa Informationen über den Buddhismus, über ostasiatische Religionen in Texten und Bildern. Das heißt, Texte und Bilder spielen eine große Rolle für die Vermittlung. Da habe ich ein bisschen geschaut, beispielsweise im Buch, was sich in der Wiener Hofbibliothek so im 17., im 18. Jahrhundert angesammelt hat an Einschlägigem. Dann, was ich persönlich sehr interessant finde, ich habe schon kurz angesprochen, Gegenstände, die irgendeinen spirituell-religiösen Bezug haben, aus China beispielsweise, Japan, also aus diesen Ländern kommen. Wobei ich bei den Gegenständen, also wie kommen die nach Österreich, da würde ich unterscheiden zwischen handelsbezogenen Gegenständen, also beispielsweise Porzellanwaren und Seide, und zum anderen Gegenstände, die von vornherein als etwas Besonderes interpretiert wurden und deswegen eben beispielsweise in diese Kunst- und Wunderkammern eingegangen sind, also Sammlungsgut gewissermaßen. Das heißt, A, Texte und Bilder, B, Gegenstände und C,
dir Menschen, nämlich sozusagen in Richtung Wien oder auch Wiener in Asien, in buddhistischen Ländern. Da nenne ich nur ganz kurz als Beispiel, ist ja auch ein großes Engagement gewesen. Also ein Wiener Jesuit in China, Gottfried von Leimbeck-Hofen, der auch einen Bericht geliefert hat, wo er, also ist 1738 in Macau eingetroffen und ist später apostolischer Vikar von Nanking und Administrator von Peking geworden, also für die katholische Kirche. Ich bezweifle sehr, dass es mehr als 100 in China Lebende gegeben hat, die also über diese Fakten sozusagen informiert waren. Es wird kaum jemanden interessiert haben. Und auf der anderen Seite die ersten Chinesen in Wien. Es sind nämlich, soweit ich das jetzt beurteilen kann, Chinesen, die als erste in Wien eintreffen. Der erste, der ist nicht sicher, eventuell mit dem österreichischen Missionar Johann Grueber, der erste Europäer in Lhasa, der hätte einen bekehrten Chinesen mitgenommen nach Europa, der den christlichen Namen Matthäus erhalten hat. Es ist aber nicht sicher, ob die also zusammen nach Wien gekommen sind. Also Grueber schon, ob dieser Matthäus in Wien aufgetreten ist, weiß ich, kann ich nicht sicher beurteilen. Der erste sichere Aufenthalt ist 1780. Da hat man zwei chinesische Matrosen vom Hafen in Livorno nach Wien geschickt, mit dem Hintergrund, dahinter sind Kaufleute aus Antwerpen gestanden, die wollten, dass der österreichische Kaiserhof sich mehr für den Handel mit Ostasien engagiert. Und da haben sie gedacht, da schicken wir ihnen jetzt zwei Originalchinesen. Es hat aber nichts genützt, also das Engagement des Kaiserhofes ist weiterhin und übrigens auch weit bis ins 19. Jahrhundert. Also Österreich-Ungarn hat ganz, ganz relativ zu anderen Ländern, sagen wir, sehr, sehr beschränkte kaufmännische Handelsinteressen, industrielle Interessen in Ostasien, in Südostasien gehabt. Also wie gesagt, 1780 zwei Matrosen und 1853, und das hat anscheinend einen ziemlichen Auflauf gegeben, die erste Familie aus China. Das sind 5, 6 Personen, die also als Ensemble aufgetreten sind, eigentlich nicht unter religiösen Aspekten, aber man war derartig baff, dass es jetzt wirklich angeblich eine Familie aus China nach Wien geschafft hätte. Die sind im Gasthof Sperl gezeigt worden und es hätten sich jeden Tag hunderte Wiener und Wienerinnen eingefunden, um diese Exoten zu besichtigen. Ich habe ein bisschen dahinter recherchiert, die internationalen Hintergründe dieser Familie. Es scheint sehr wahrscheinlich, ja, die haben eigentlich nicht zusammengehört, die sind mehr oder weniger möglicherweise auf Veranlassung des amerikanischen Impresarios P.T. Barnum, so wie andere schaugestellte Menschen, nur auf einem bisschen höheren Niveau, die sind halt nach Wien geschickt worden, beziehungsweise haben die Reise auch selber mitorganisiert. Also das sind sozusagen einige sehr frühe Anwesenheiten von China. Entschuldigung. Und ich würde sagen, eine Zäsur, und die habe ich im Buch auch gemacht, also ich habe ein Kapitel bis um 1860. Ich denke mir schon, dass die Weltreise der Marinefregatte Novara in den Jahren 1857 bis 1859, also die ja auch mit dem Ende des Neo-Absolutismus in Österreich zusammenfällt, schon gewissermaßen auch einen geistigen Ruck sehr, sehr vielen Leuten gegeben hat. Die Bände über diese Weltreise haben sich auch sehr, sehr gut verkauft, hat auch Folterausgabe dann gegeben, also das war schon eine Zäsur. Und für den Zeitraum von 1860 bis um 1960 möchte ich nun nur ein halbes Dutzend kleine Geschichten ansprechen, beginnend chronologisch mit der einzigen Weltausstellung, die Wien jemals hatte, im Jahr 1873.
Was nicht besonders bekannt ist, also allein der Katalog der chinesischen Ausstellung dort ist über 500 Seiten dick. Er ist zwar Schütter beschrieben und dreisprachig, aber es war doch mehr Chinesisches zu sehen in Wien, als normalerweise wahrgenommen wird. Und es waren auch erstmals Objekte mit Religionsbezug für ein richtig großes Publikum. Also die Wiener Weltausstellung hat über 7 Millionen Besuchende gehabt und sie hatten zumindest die Möglichkeit, Götzen zu sehen, Götzenbilder zu sehen, große Bilder zur Veranschaulichung der chinesischen Religionen. Man hat Kultgegenstände gezeigt, also buddhistische Messen, wie man in Österreich gesagt hat, Tempelmodelle und Bücher. Also wie gesagt, wie viel Leute es dann wirklich interessiert hat, lässt sich natürlich nicht feststellen, ob diese Objekte, wie wir sagen, im musealen Bereich einen Halteeffekt gehabt haben, das heißt, dass irgendjemand stehen geblieben wäre, aber es war zum ersten Mal einfach die Möglichkeit. Und es hat im Anhang zu dieser Ausstellung ein kleines Buch erschienen von einer gewissen Euphemia Kudriavsky, die also anlässlich der Weltausstellung mehrere Vorträge über Japan im Frauenerwerbverein gehalten hat. Die sind im Jahr darauf, also 1874, als Buch erschienen. Und wohl erstmals in Österreich, Ungarn, sind ein paar Predigten, also buddhistischer Priester sozusagen, Predigten war natürlich die katholische Version, sagen wir Ansprachen, mehrere Predigten eines Priesters der sogenannten Nichiren-Richtung im japanischen Buddhismus. Also ich würde sagen, das erste Mal, dass ja gewissermaßen solche Inhalte in Österreich, Ungarn publiziert worden sind, und zwar in einer Übersetzung aus dem Englischen, also nicht direkt aus dem Japanischen. Die zweite kleine Geschichte, dass man entdeckt hat, Gemeinsamkeiten von Philosophie und Erkenntnistheorie. Und das ist jetzt also diese Geschichte, dass man sich auf naturwissenschaftlich-philosophischem Weg bisweilen buddhistischem Gedankengut angenähert hat, also sozusagen der Vorzeigewissenschaftler aus österreichischer Sicht ist hier Ernst Mach, der fast 30 Jahre lang Physik in Prag unterrichtet hat und dann eine Professur in Wien erhalten hat. Mach hat sich einen großen Namen gemacht durch eine Reihe von Experimenten. Sein philosophisches Hauptwerk hat er auch in Prag veröffentlicht, die Analyse der Empfindungen 1886. Und sein Konzept sozusagen ist, dass Menschen die Welt um sich nur durch ihre eigenen Empfindungen kennenlernen können. Das heißt, Mach hat sich beschäftigt mit der Theorie von Kant, ob es denn außerhalb des Menschen ein Ding an sich gäbe, ob es eine objektive Wirklichkeit gibt. Und Mach hat eigentlich die ganzen Erlebnisse, die man hat, radikal als lediglich ein Bündel von Empfindungen, auf einen Bündel von Empfindungen zurückgeführt. Und er hat es gebündelt in den kurzen Satz, das Ich ist unredbar. Das heißt, alles, was man glaubt, was kontinuierlich in einem selber ist, ich habe da eine Innenwelt, ich habe so Sinnesorgane am Körperrand und da habe ich eine Außenwelt, das ist für Macht, das hat er aufgelöst. Ich zitiere kurz, also was er direkt gesagt haben soll in einer Diskussion. Wenn ich sage, das Ich ist unredbar, so meine ich damit, dass es nur in der Einfühlung des Menschen in alle Dinge, in alle Erscheinungen besteht, dass dieses Ich sich auflöst in allem, was fühlbar, hörbar, sichtbar, tastbar ist. Ich lasse zwei Sätze aus und das Zitat endet mit: Vom Augenblick der Geburt bis zum Tod wechselt es ohne Ruhe. Und wie gesagt, damit ist eine ziemliche Nähe zur buddhistischen Erkenntnistheorie gegeben. Übrigens, es war der Machsche Angriff auf das Ich,
nicht der einzige, der damals in Wien stattgefunden hat. Man denke auch an Sigmund Freud, der ja gewissermaßen dem scheinbar kontinuierlichen und selbstverständlichen Ich ja auch das Unterbewusste, er hat es relativiert durch das Unterbewusste, durch das Über-Ich, durch das Es. Also Freud wäre gar nicht uninteressant im Zusammenhang dieser Diskussion. Allerdings ganz, ganz offenbar, weil da gäbe es sicher Literatur drüber, hat Freud sich in seinen vielen Schriften, also mir zum Buddhismus, geäußert. Im Unterschied übrigens zu Mach, der diese Ähnlichkeit zu buddhistischen Thesen zunächst gar nicht begriffen hat. Er hat sich nicht daran orientiert. Er hatte zwar Bücher über Buddhismus und östliche Philosophie in seiner Bibliothek, aber erst in der dritten Auflage dieses erkenntnistheoretischen Werks schreibt er, dass ihm das, ja, es ist ihm sehr sympathisch, dass es sich sozusagen nähert, weil er Sympathien für den Buddhismus hat, aber es war ihm zur Zeit, wie er diese Theorie geschöpft hat, nicht bewusst. Die dritte kleine Geschichte, und da nehmen wir uns jetzt eine dieser Strömungen ganz kurz heraus, nämlich die Theosophie als Beispiel für spirituelle Dissidenz. Nur ganz, ganz kurz ein paar Grundbegriffe. Also die sogenannte Theosophische Gesellschaft ist 1875 gegründet worden von Helena Petrovna Blavatsky und Henry Steele Olcott. Also Blavatsky ist vom Spiritismus her gekommen. Sie haben sich den Namen der Theosophie gewissermaßen aus einem älteren Begriff geschnappt und haben einen international verkaufbaren Begriff daraus gemacht. Und in der Theorie bzw. in der Festlegung von Blavatsky würde sich die Theosophie beschäftigen, also erstens mit the study of occult science, also man beschäftigt sich mit der okkulten Wissenschaft, aber dann wäre wichtig the formation of a nucleus of a universal brotherhood, das heißt alle Menschen unabhängig von Farbe, Geschlecht, Stand sozusagen, das ist ein bisschen ein freimaurerisches Element, seien im Prinzip Brüder. Und das ist dann für den Buddhismus recht interessant, the revival of Oriental literature and philosophy. Und Blavatsky und Olcott haben sich also eine Zeit lang in Sri Lanka aufgehalten und sind sehr, sehr öffentlichkeitswirksam zum Buddhismus, nämlich mit der sogenannten Zufluchtnahme, übergetreten. Wenn man sich das spätere Leben anschaut, naja, muss man zumindest bei Blavatsky sagen, es war jetzt nicht so viel Materie dahinter, aber ja, es war immerhin, man hat die internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und irgendwann, und das hat gar nicht so lange gedauert, wie gesagt, also 1875, diese Gründung dieser Bewegung, zunächst in also Sri Lanka, Indien, in London an Schwerpunkt, der erste Theosoph, von dem man auch nicht wieder sicher weiß, ob er wirklich ein Theosoph im engeren Sinn war, ist der Wiener Fabrikant und Polyhistor Friedrich Eckstein, also der Sohn eines reichen Pergamentfabrikanten, der, also es gibt ein Buch seines Freundes, des Publizisten Ludwig Hevesi, MacEggs sonderbare Reisen zwischen Konstantinopel und San Francisco, wo auf sehr humoristische Weise die Begegnung von Eckstein, also der hat sich international umgetan, der hat in London die Crème de la Crème der Theosophie kennengelernt und war gleichzeitig fasziniert und hat sich aber auch wahnsinnig lustig darüber gemacht. Also es reicht die Zeit nicht, hier Zitate zu bringen, aber es sind drei Kapitel in diesem Buch, diesen Begegnungen gewidmet und man kriegt, wenn man das heute liest, einfach auch ein Bild von der Internationalität dieser Bewegung. Und es ist dann nach Eckstein, der ist dann irgendwann, hat andere Interessen gehabt und 1896 ist dann auch in Wien ein theosophischer Verein gegründet worden. Vereinsvorsitzender
Die Namen, die Sie jetzt hören, werden Ihnen zu, ich würde sagen, fast zu Recht nichts sagen, war Ludwig Last, der jetzt Geistesgeschichte nicht unbedingt im kollektiven Gedächtnis geblieben ist, aber er war immerhin der Besitzer der größten Leihbibliothek in Österreich, Ungarn, also mit weitaus mehr als 1 Million Bänden. Erster Sekretär, ein gewisser Robert Fröbe, ein Dr. Phil. Damals hat dieser Wiener Theosophische Verein 86 Mitglieder, also um 1900 gezählt. Wenn man sich die Liste, die sind auch aufgelistet, durchschaut, es ist praktisch ja, so gut wie niemand, der also heute noch groß in Erinnerung wäre, mit Ausnahme einer Person, die noch da an etwas anderen Namen trägt, nämlich Gustav Meyer in Prag, der bei den Wiener Theosophen Mitglied ist. Und es handelt sich um den späteren fantastischen Schriftsteller Gustav Meyrink, in dessen Schriften unter anderem im Golem beispielsweise, also der Buddhismus auch einigermaßen, er ist auch so ein exotisches Versatzstück. Ne? Also der Golem von Meyrink, 1915 zum ersten Mal erschienen, bereits auf der ersten Seite, sagte ich Erzähler, ich las soeben in den Reden des Buddha oder irgendwas. Bald oder gar nicht, darauf glaube ich, wenn man das so liest, erst wenn man es auf das hin liest, dann sieht man, dass Meyrink eigentlich, er war, würde man sagen, ein spiritueller Hans Dampf in allen Gassen. Also der hat alles okkultistisch, spiritistisch, Exotische an sich gezogen und in seinen Schriften verwurstet und ist dadurch auch also international sehr bekannt geworden. Ein weiteres Mitglied dieses Vereins ist zumindest noch der Name bekannt, Dr. Ludwig Mautner von Markhof, also zumindest Angehöriger einer bekannten industriellen Familie, der aber, wenn ich das dem Internet entnehmen kann, eher zu den schwarzen Schafen in seiner eigenen Familie gehört hat, aber das soll jetzt nichts gegen die Theosophie in Wien sagen. Und der Zusammenhang mit dem Buddhismus ist, es gibt von 1903 ein Buchverzeichnis, also was haben die Theosophen gelesen, da sind mehrere hundert Schriften vertreten, es geht quer durch den spirituellen Gemüsegarten. Und es ist relativ viel über Buddhismus und Hinduismus drin, also über Brahmaismus, wie man damals gesagt hat. Und deswegen würde ich sagen, also im Wien der Jahrhundertwende ist das sicher die größte Vereinsbibliothek mit Publikationen über Buddhismus und Hinduismus. Zum vierten Unterkapitel Wien betreffend kurz, also ich habe schon angedeutet, die Vermittlung des Buddhismus an den Volkshochschulen, wo wir diese tolle Möglichkeit haben, dass man also, dass man dieses Wiener Volkshochschularchiv abfragen kann. Und ich habe also für den Zeitraum zwischen 1892 und 1961, aber ungefähr also in 70 Jahren, über 300 Veranstaltungen gefunden, die entweder den Begriff Buddha, Buddhismus oder Tibet im Titel trugen. Und ungefähr 200 davon, also der größere Teil, bis vor dem Jahr 1938. Jetzt haben wir also 200 solche Veranstaltungen. Und wenn man sich diese 200 wieder anschaut, dann sieht man, dass ungefähr 150 dieser Veranstaltungen Einzelvorführungen von Filmen mit buddhistischem Bezug gewesen sind, und zwar mit einem totalen Schwerpunkt ungefähr zwischen 1925 und 1930. Das heißt, es gibt allein im Rahmen der Volkshochschule gibt es 150 Filmvorführungen und dementsprechend offenbar auch ein Interesse, weil sonst hätten sie es nicht so oft gezeigt, mit buddhistischem Bezug. Es hat also auch einige weitere Filme mit Tibet-Bezug zum Beispiel in der Zeit gegeben. Der Schriftsteller Felix Salten, über den hat es vor kurzem eine Ausstellung gegeben, hat 1924 das Drehbuch zum Film Das verbotene Land geschrieben, wo es also auch sozusagen ein Drama in Tibet geht.
oder der deutsche Regisseur Paul Wegener 1925 den Streifen Lebende Buddhas. Und dort hat immerhin der Stummfilmstar aus Dänemark, Asta Nielsen, mitgespielt. Also das war nicht unbedingt die dritte Besetzung. Also das hat schon was können. Und diese drei also Volkshochschulfilme, ich charakterisiere sie ganz kurz, also als Kuli ins verbotene Land, das waren, wie gesagt, noch Stummfilme, ist 32 Mal gezeigt worden, ist vom Wiener Ethnologen Robert Bleichsteiner immer kommentiert worden und geht zurück auf die Reisen eines New Yorkers namens William Montgomery McGovern, der also sich in Tibet, gereist ist, dazu auch ein Buch geschrieben hat, und aus dem Filmmaterial ist dieser Film entstanden. McGovern ist übrigens, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, erscheint das Vorbild für Indiana Jones gewesen zu sein, weil er offenbar ein sehr interessantes Leben so zwischen Wissenschaft und Abenteuer geführt hat. Der zweite dieser Filme, Die Leuchte Asiens, der auf einem berühmten epischen Gedicht eines Engländers beruht, The Light of Asia, das die Buddhismusrezeption in England sehr stark beeinflusst hat. Thema ist hier das frühe Leben des historischen Buddha bis kurz nach seiner Erleuchtung. Und es war die erste deutsch-indische Zusammenarbeit für einen Film, also genau für dieses Thema. Der dritte Film mit dem Titel Om Mani Padme Hum basiert auf Aufnahmen des deutschen Forschungsreisenden Wilhelm Vilchner, der sich also auch auf die Reise nach buddhistischen Städten gegeben hat. Und sein gleichnamiges Buch, da kann man dann ermessen, also wie interessant dann der Film gewesen sein muss, das hat mehr als 20 Auflagen erreicht. Also das waren echt einigermaßen Knüller in dieser Zeit. Kurz noch zu den Buddhisten im engeren Sinn. Gesetzt den Fall, Sie würden sich schon fragen, wann kommt er endlich zum Buddhismus im engeren Sinn. Aber es ist mir schon wichtig, auch dieses Umfeld zu zeigen, weil ich es schade fände, also nur jene paar Buddhisten zu beschreiben, die es halt, und das sind wahnsinnig wenige, die es halt wirklich gegeben hat. Der erste, gewissermaßen ein Vorläufer, ein gewisser Anton Peyer aus Kärnten, 1853 geboren, der als junger Mann nach Thailand gereist ist. Er ist gewissermaßen abgehauen, also man hat monatelang nicht gewusst, wo er sich hinbegeben hat, war gelernter Mittelschullehrer, hat am thailändischen Hof die Aufmerksamkeit des Königs erweckt, ist sein Protégé geworden, hat die österreichische Staatsbürgerschaft abgelegt und ist 2 Jahre lang, um mit dem Land vertraut zu werden, hat eine Schulung über Land und Leute sozusagen in einem buddhistischen Kloster erhalten. Und das ist im europäischen Kontext um 1880 ein Europäer, der in dieser Zeit also eine buddhistische Schulung erhält. Das ist international was ganz, ganz Besonderes. Und der Wiener Bezug ist dann, dass also seine Eltern verstorben sind. Er hat sich dann Urlaub erbeten, ist wieder nach Österreich gekommen. Kärnten, Steiermark hat sich mehrere Wochen in Wien aufgehalten und also in meiner Interpretation, im Internet gibt es noch ganz andere Interpretationen, ich denke mal, er hat eine Depression gehabt, hat nicht mehr gewusst, wo er hingehört, weil er zwischen zwei Kulturen zerrieben wurde und hat sich erschossen. Das war dann halt ein paar Tage lang Schlagzeile in der Wiener Presse und dann ist es wieder verschwunden. Dann der erste Buddhist, also im eigentlichen Sinn, der Indologe Karl Eugen Neumann, Lebensdaten 1865 bis 1915, jeweils in Wien, Sohn eines ursprünglich jüdischen Theaterimpresario, der übrigens sehr wesentlich dazu beigetragen hat, dass Wagners Opern große Bedeutung erhalten haben. Er hat also über 180 Wagner-Aufführungen inszeniert.
Und dieser Karl Eugen Neumann, also sein Sohn, hat dann unter anderem in Berlin Indologie studiert und ist bis heute in der Geschichte des europäischen Buddhismus eine ganz besondere Figur, weil er als erster nicht sozusagen über Buddhismus im Allgemeinen geschrieben und rezipiert hat, sondern er hat als erster die Buddha, also die Reden Buddhas ins Deutsche übersetzt, nach einer Ausgabe, die in Thailand erschienen ist, also die 39 Bände umfasste. Und das war eine unglaubliche Arbeit. Also der hat nicht viel Zeit gehabt, Vorträge auch zu halten. Der hat irrsinnig versteckt vor sich hingelebt und ist übrigens also an seinem 50. Geburtstag gestorben. Er hatte zeitlebens interessanterweise Riesenprobleme, diese Übersetzungen auf den Markt zu bringen. Und erst nach seinem Tod haben diese Übersetzungen dann ganz, ganz eine wesentliche Rolle in der Buddhismusrezeption, also auch weit über Österreich hinaus gespielt. Man hat also die poetische Kraft von Neumanns Sprache auch sehr geschätzt. Die Indologen haben natürlich kritisiert, was ihnen nicht gepasst hat, aber er hat also breite posthume Unterstützung kriegt von Hugo von Hofmannsthal, Stefan Zweig, Hermann Hesse, der ja in den 1920ern einen Roman Siddhartha veröffentlicht, Thomas Mann, Kurt Tucholsky, you name it. Also da gibt es Dutzende begeisterte Äußerungen. Und als dritten hier noch in diesem Kontext der Schauspieler Ernst Reinhold, gebürtig aus Budapest, aus einer jüdischen Familie auch, ein Freund von Oskar Kokoschka, der ihn auch gemalt hat, der Film mit dem Titel Der Trance-Spieler. Auch eine interessante Karriere. Reinhold war eigentlich Schauspieler, aber er konnte wegen einer Hüftlähmung nicht auftreten und hat sich stattdessen als Deklamator einen Namen gemacht. Er ist 1931, hat er kurz Berühmtheit erlangt, indem er im Burgtheater allein alle 4 Stunden lang alle Rollen von König Lear durchgespielt hat. Also das hat ihm tüchtiges Standing in der Wiener Presse verschafft. Und Reinhold hat noch selber Karl Eugen Neumann kennengelernt und hat große Verdienste sozusagen um die Wiederherausgabe von Neumanns Schriften sich erworben. 1939 ist er nach London migriert und ist als Atemtherapeut dort tätig gewesen. Und jetzt abschließend noch ein paar Bemerkungen, also Buddhismus in Österreich vom Ende des Zweiten Weltkriegs, also 1945 bis 1960. Bemerkenswerterweise, also wir haben einige Namen und auch ein bisschen ein Fleisch für Biografien vor dem Ersten Weltkrieg, ich habe ein bisschen was genannt, in der Zwischenkriegszeit. Wir haben einige Namen, aber die Leute lassen sich nicht so richtig festmachen. Und es ist, was schade ist und sehr interessant wäre, weil es das in anderen großen Städten zu der Zeit schon gegeben hat, etwas ganz Wesentliches am Buddhismus ist ja auch die gemeinschaftliche Praxis. Ne? Ich meine, es gibt den sogenannten Lesebuddhismus, da liest man halt Karl Eugen Neumann oder irgendwas über Buddhismus. Aber dass man etwas gemeinsam praktiziert hätte und sei es nur die gemeinsame Lektüre von Reden und dann die Diskussion darüber, das lässt sich für das Wien der Zwischenkriegszeit nicht belegen. Bei den buddhistisch Interessierten, das ist auch wichtig festzuhalten, es gibt ja viele Spielarten des Buddhismus. Zwei der bekanntesten sind, sagen wir, der älteste überlieferte Buddhismus heute auf Sri Lanka unter anderem, der sogenannte Theravada-Buddhismus und zum anderen der Mahayana-Buddhismus, vor allem in Ostasien. Und ein Teil dieses Mahayana-Buddhismus, das wäre dann etwas, was erst relativ spät sozusagen eingezogen ist, obwohl man es halt fast nicht wegdenken kann, also der Zen-Buddhismus. Also es hat eine Einengung gewissermaßen gegeben und für anderes als den Theravada hat man sich nicht richtig interessiert. Und was halt noch dazu kommt,
die Situation bis Mitte 20. Jahrhundert, keine asiatischen authentischen Lehrer in Österreich, das heißt keine richtige Vermittlung der Lehre. Wer wirklich Buddhist werden wollte, musste eigentlich nach Asien gehen und dort in ein Kloster eintreten. Das heißt, was noch dazu kommt, dass dir sozusagen es ist darum gegangen, Berufsbuddhist zu werden. Man hat die Laienbuddhisten, die es natürlich auch in riesiger Zahl in den buddhistischen Ländern gegeben hat, die hat man nur sehr aus dem Augenwinkel wahrgenommen. Das heißt, das eigentliche Ziel war es, ein Mönch zu werden, wobei also sich das auf das Mönchsein beschränkt hat. Es gibt keine Tendenz sozusagen von Frauen, die sich ja auch teilweise sehr für den Buddhismus interessiert haben, in ein Nonnenkloster irgendwo in Asien einzutreten, zumindest nicht bis 1960. Und man hat sich in Österreich, es hat keine kontinuierliche Organisation gegeben, und man hat sich, wie das oft so üblich war, an deutschen buddhistischen Schulen orientiert, unter anderem an der sogenannten altbuddhistischen Gemeinde, die ein Zentrum in Bayern hatte, in Utting am Ammersee. Das war also die eine Richtung, wo man sich als einer der wenigen Österreicher, die sich dafür interessiert haben, hinorientiert hat. Und die andere war um das sogenannte buddhistische Haus, das in Berlin der Arzt Paul Dahlke gegründet hat, wobei es sich um das erste buddhistische Kloster in Mitteleuropa handelt. Also als Österreicher hatte man mehr oder weniger die Wahl, wenn man nicht ganz allein vor sich hin sozusagen gelesen hat, sich einer dieser Richtungen anzuschließen. Und ein Anhänger Dahlkes in Wien ist der Wiener Arzt und Dermatologe Anton Kropatsch, der also 1971 verstorben ist, hat im Wilhelminenspital gearbeitet, ist 1945 entlassen worden, weil er in der NSDAP war, hat dann auch einen Herzinfarkt gekriegt und hat eine sehr, sehr kleine Gruppe von buddhistisch Interessierten um sich geschart. Ich nenne einige Namen, also der Jurist Johann Stepanowski, der Import-Export-Kaufmann Franz Operchal und der deutsche Arzt Helmut Klar. Und es hat dann in den späten 40er Jahren interessanterweise zwei Versuche gegeben, einen Verein zu gründen, nämlich eine dauerhafte buddhistische Organisation. Das war in den Jahren 47 und 48. Also zweimal sind Proponenten an die Behörden herangetreten und haben gesagt, gut, wir möchten einen Verein gründen, um die Buddhisten, die Bhati es halt gibt, zu sammeln. Bemerkenswerterweise beide Proponenten sind nachher nie mehr im Zusammenhang mit dem Buddhismus genannt worden. Und was die beiden auch noch verbindet, sie haben zuerst den Antrag gestellt auf Vereinsgenehmigung. Sie haben es bewilligt gekriegt und dann haben sie es zurückgezogen. Und auf den Akten drauf, übrigens Wiener Stadt- und Landesarchiv, danke dafür, auf den Akten steht Verein gelöscht. Das heißt, sie waren genehmigt, aber es war kein aktiver Verein. Und nur noch einige ganz kurze Bemerkungen. Also es hat nicht nur in Wien buddhistisch Interessierte gegeben. In Salzburg hat es den damals jungen Friedrich Fenzel gegeben, der fast allein den Weg zum Buddhismus gefunden hat. Und der hat irgendwann einmal die Wiener ausfindig gemacht und hat sich in diesem Milieu dieser paar Menschen umgetan und schildert es also folgendermaßen, ein paar Zeilen Zitat. Es herrschte eine seltsame, fast irreal anmutende Atmosphäre, die mich beinahe an eine Geheimloge denken ließ. Man rezitierte bei Kerzenlicht und Räucherwerk buddhistische Texte aus der Neumann-Sitzung des Pali-Kanons, wobei ein gewisser Dr. Stepanowski, der, wie man mir sagte, Jurist bei der Postsparkasse war, als Experte wie. In jener Zeit gab es nur wenige junge Menschen im österreichischen Buddhismus. Als Twen war ich der Benjamin
in dieser Gesellschaft distinguierter älterer Herren, eines Augenfacharztes, eines Dermatologen, eines Philosophieprofessors im Ruhestand, eines Gymnasiallehrers. Der Dermatologe war Kopacz, der Philosophieprofessor war ein gewisser Desider Petrasovic und an der Identifizierung des Augenfacharztes und des Gymnasiallehrers arbeite ich noch, wenn man schauen, wann man so weit kommt. Und nur noch ein paar Worte zum dominierenden Buddhisten der österreichischen Nachkriegszeit, Friedrich bzw. Fritz Hungerleiter, also aus einer griechisch-katholisch-jüdischen Familie, musste 1938 kurz nach der Matura nach Shanghai emigrieren, hat dort eine junge Jüdin, Ingeborg Mannheimer aus Frankfurt am Main kennengelernt, die beiden haben geheiratet, 47 ist er zurückgekommen, hat sich als Kaufmann betätigt, Kontakt mit Kropatsch geknüpft und ist dann relativ schnell unter die Leitung sozusagen der Wiener Buddhisten übernommen. 1955 hat er leider das Grab von Karl Theuern auf dem Zentralfriedhof entdeckt, das ganz kurz vor der Auflösung stand, offenbar, also ein wichtiger Beitrag zur Kontinuität. Und hat dann die Leitung der Wiener Buddhistischen Gesellschaft übernommen, die er bis 1970 inne gehabt hat. Und 1960 hat Hungerleiter sich entschieden, den Beruf aufzugeben, um sich ganz dem Buddhismus zu widmen. Und im Jahr darauf ist er mit seiner Frau nach Japan gereist und hat einige Monate Zen-Schulung erhalten, ist dann zurückgekommen und war im deutschen Sprachraum einer der allerersten sozusagen, die den Zen-Buddhismus vermittelt haben. Und ich höre halt deswegen 1960 auf, das sind jetzt wirklich die letzten Worte vor den Bildern sozusagen. Es ist ja auch eine Zeitenwende, auch im asiatischen Buddhismus, also 1959 ist in Tibet ein Aufstand gegen die chinesische Herrschaft ausgebrochen, der niedergeschlagen wird, der Dalai Lama geht ins Exil. Tausende Tibeter verlassen das Land. Das ist gewissermaßen der Beginn der tibetischen Diaspora, wo man dann durch diese Fluchtsituation in einer Reihe europäischer Länder einfach die Möglichkeit hat, jetzt sozusagen von original geflohenen Tibetern, also den Buddhismus, den tibetischen Buddhismus, den Vajrayana kennenzulernen. Gut, dann füge ich sozusagen als Ergänzung einige Bilder an. Ich bin jetzt gespannt, wie technisch damit zurechtkommen. Ich bin normalerweise richtig botschaft mit solchen Dingen. So, habe ich jetzt eines. Bitte, sehr lieb. Ich werde gerne gefragt, sollen Sie das Technische Museum, warum kennst du mich nicht aus mit diesen Dingen? Und ich sage dann, ich habe mit kaputten und alten Dingen zum, das ist nicht meine Spezialität sozusagen. Vielen Dank, wunderbar. Das ist die erste Frage. Genau. Übrigens, die Frau war leider lebt noch. Ja, wir haben, wir sind vor kurzer Zeit draufgekommen, dass die Witwe von Fritz Hunger leider, sie ist 1926 geboren, dass sie noch lebt und habe ein wunderschönes Interview mit ihr geführt und das war fast unglaublich, weil ich bin auch seit einiger Zeit Archivar der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft. Es war fast unglaublich, jemanden befragen zu können zu den Personen des österreichischen Nachkriegsbuddhismus, der die Leute wirklich noch kennengelernt hat. Also ich habe die ganzen Namen und einige mehr noch, die ich jetzt hier genannt habe. Und sie hat sich an jeden Einzelnen erinnert und hatte zu jedem Einzelnen ein Urteil. Also das war unglaublich. Ja. Ganz kurz also zu den Bildern. Ich habe gesagt, für die frühe Neuzeit, also Bilder, Texte, Gegenstände, Menschen aus einem berühmten Werk 1660er Jahre, des Jesuiten und Universalgelehrten Athanasius Kier. Sie sehen es eh gut, nur hoffe ich, gell, Sie sitzen nahe genug.
Also ich klicke das jetzt relativ schnell durch. Sie sehen, es ist ein starkes Befremden vorhanden und hat halt gewissermaßen mit, ja, unter Anführungszeichen, Realität der dortigen Religionssysteme nicht viel zum tun. Der Kircher ist halt in Rom gesessen, hat sich dir von den Missionaren berichten lassen und hat halt nach Kräften etwas Gescheites versucht zusammenzustellen, das natürlich ein tolles Zeugnis seiner Zeit ist, aber klarerweise, also sagen wir, einer objektiven wissenschaftlicheren Sicht jetzt nicht unbedingt standhält. Hier ein österreichischer Beitrag, also Johann Bernhard Fischer von Erlach, ein Architekt, der auch ein Buch über Geschichte der Architektur publiziert hat und als Beispiel die Porzellanpagode von Nanking, also erschienen Wien 1721. Diese Pagode hat es schon wirklich gegeben, ist mehrere hundert Jahre alt gewesen und ist bei den gewaltigen Taiping-Aufständen in China in den 1850er Jahren dann zerstört worden. Hat das so ausgeschaut? Denk schon einigermaßen, ja. Ja. Also ich sage jetzt einmal so, wenn Sie das Bild im Internet suchen, dann finden Sie eigentlich immer eine ähnliche Form. Ob jetzt die Zahl der Stockwerke hier korrekt ist, das ist der Spezifikum der Pagoden, ob sie immer gleich wiedergegeben wird, kann ich jetzt im Moment nicht sicher sagen. Aber es ist ja diese typische Pagodenform. Das sind 10 Stockwerke, das heißt, das sind die 10 Erleuchtungsstufen. Das stimmt schon. Es gibt von Fischer von Erlach auch andere solche Stiche, von Turmbau zu Bauch und so weiter. Ja. Die ist alles sehr fantastisch. Ja. Unkannte, die macht davon. Ja, das ist richtig. Also da müsste man sich genauer damit befassen. Also erste Gegenstände aus den Sammlungen von Schloss Ambras, das ja heute Teil des KHM ist, also des Tiroler Schlosses, wie gesagt, frühneuzeitliche Kunst- und Wunderkammern, das sind die ältesten Gegenstände im, ich sage jetzt einmal, chinesischen religiösen Kontext zumindest, 16. und 17. Jahrhundert. Dann, wie ich Ihnen kurz erzählt habe, die erste chinesische und deswegen unter Anführungszeichen Familie in Wien, über die es auch also eine Beschreibung gegeben hat, die man übrigens auch im Internet findet. Es ist total interessant, also wenn man diesen Namen des Chinesen Chung Atai eingibt, dann findet man auch, man kommt auf Parodien, also der dürfte im deutschen Sprachraum recht Bekanntheit erlangt haben und ist halt offenbar auf, die waren in London, die waren in Dresden, die waren in München, sie sind dann auch nach Graz gegangen. Also das war eben diese in der Tradition dieser Schaustellungen, aber deutlich mehr selbstbestimmt, als das halt mit den Schaustellungen anderer Völker der Fall ist. Darüber hat ja auch der Walter Sauer einen sehr schönen Aufsatz geschrieben. Ich hoffe, dass er noch digital anwesend ist, aber ja. Hier zwei Bilder zu China auf der Wiener Weltausstellung 1873. Zur linken, beim linken Bild, also über dem Tor, sehen Sie das Yin-Yang-Zeichen unter anderem. Also China hat sich ja eigentlich selber an der Weltausstellung nicht direkt beteiligt. Was nach Wien gekommen ist, das war das Werk von Kaufleuten, von Diplomaten, von Missionaren, im Unterschied etwa zu Japan, das also eine ganz andere Richtung genommen hat seit dieser erzwungenen Öffnung und das sich hier auf der Wiener Weltausstellung zum ersten Mal also so richtig Länge mal Breite und Stolz präsentiert hat. Und das dürfte auch das erste Mal gewesen sein, dass wirklich Japaner, nämlich im Zug einer Delegation, nach Wien gekommen sind. Gut. Ja. Ein Wiener oder österreichischer Fotograf, der sich auch in Japan betätigt hat, Raimund Stillfried von Rathenitz, der unter anderem ein sehr frühes buddhistisches touristisches Denkmal auch in die Fotografie gesetzt hat, nämlich den großen Buddha von Kamakura in Japan.
Sie sehen es vielleicht, er ist so groß, dass man auf seinem Schoß Platz nehmen kann, ganze Personengruppen. Und es gibt auch einen Bericht, also einer österreichischen Reisegruppe, also einer dieser Reiseberichte, wo sich da ein halbes Dutzend österreichische Reisende draufgesetzt haben auf seinen Schoß. Dann haben sie die Weinflaschen ausgepackt, die ungarischen, und haben sich gut gehen lassen. Und angeblich, also laut dieser launigen Beschreibung, hätten sie auch den anwesenden Mönch zum Mittrinken verführt. Dann hier also zwei sehr frühe Fotografien, ein konfuzianischer Tempel um 1860. Das ist aus der Sammlung der China-Fotografen der University of Bristol. Und unten, das werden Sie jetzt nicht erlesen, sozusagen Copyright beim Royal Hampshire Regiment Trust. Das ist genau nämlich das Jahr, wo französische und britische Truppen im sogenannten Zweiten Opiumkrieg den Pekinger Sommerpalast verwüstet haben, eine Menge mitgenommen haben. Und ich nehme an, dass in diesem Kontext also das Foto entstanden ist. Hier ein buddhistisches Fest. Hier sehen Sie also in der University of Bristol in Südwestchina. Das ist also jene Region, wo im Unterschied zum Rest von China es auch den Theravada und nicht nur den Mahayana-Buddhismus gibt. Hier ein lamaistischer Tempel, wahrscheinlich Mongolen in Peking. Ich klicke es jetzt also nur kurz durch. Hier dieser von mir erwähnte Anton Peyer aus Kärnten. Ich habe leider keine Originalabzüge. Also links sehen Sie ihn als wohlbestallten jungen Mittelschulprofessor und rechts hat er, um seinen Eltern zu zeigen, also er hat einen Briefwechsel mit seinen Eltern gehabt in Kärnten und hat ihnen immer wieder versichern müssen, dass er eh kein Buddhist geworden ist, sondern dass er nur das Land kennenlernen will, auch im Kloster. Und irgendwann hat er sich ein Foto machen lassen, also in dieser Mönchstonsur auch, und hat es ihnen geschickt, um einfach zu belegen, dass er in Bangkok nicht Halligalli macht, sondern also ernsthaft bemüht ist. Hier eine Fotografie, die vielleicht noch gar nie gezeigt worden ist, nehme ich jetzt einmal an, aus einer Zeitung, also wo sie den Last, den Leihbibliothekar, das ist der zweite von links, also vorne, rechts vorne das Ehepaar Fröbe und dahinter in der Mitte Emma Last. Übrigens eine Spezialität in der Theosophie, dass sich auch sehr viele Frauen dafür interessiert haben und Frauen ja auch führend gewesen sind, wie gesagt, die Blavatsky und dann auch ihre Nachfolgerin. Hier also eines der, ich glaube, nur zwei bekannten Fotos von Karl Eugen Neumann, der, wie gesagt, ein sehr zurückhaltendes Leben geführt hat, und auch Ernst Reinhold hier in Gesellschaft, also Ernst Reinhold rechts, hier in Gesellschaft von Kokoschka und von einem Maler, von Max Oppenheimer. Hier eine Ausstellung mit, also Schätzen sozusagen, die ein Privatsammler nach Wien gebracht hat in der Wiener Sezession. Sie sehen, es ist hier an prominenter Stelle ein japanischer Buddha platziert. Hier, also man hätte sich die Person des historischen Buddha nicht so vorgestellt, aber es gibt international einige Bilder über den Buddha, die zum Teil, also ich würde sagen, das ist internationaler Symbolismus. Das sind jetzt nicht unbedingt die braven Darstellungen, da sind schon ganz interessante Aspekte drin. Erschienen in der Wiener Rundschau von Odilon Redon. Und das ist jetzt auch nicht direkt der Wiener Geschichte, aber ich erwähne es trotzdem, Alfred Kubin, der sich ja als Buddhist bezeichnet hat und der auch mehrere Zeichnungen von Buddha beziehungsweise in diesem Fall eines Buddhisten im Walde angefertigt hat und 1916, würde ich sagen, im Kontext mit einem Nervenzusammenbruch eine buddhistische Krise durchlebt hat. Hier ein weiteres Beispiel auf der linken Seite, ein Wiener Maler, der eigentlich sehr, sehr unbekannt geblieben ist,
war Mitglied des Hagenbundes, Maximilian Reinitz, also die kleine Erzählung der Buddha und der Räuber, der ihn versucht, also zunächst zu berauben und dann aber bekehrt wird. Und auf der rechten Seite ein Maler aus Sri Lanka, Manjushri Thero, der in, ich glaube, 1948 eine eigene Ausstellung in Wien auch gehabt hat. Also gewissermaßen der erste, der hat auch die Tempelfresken in Sri Lanka abgezeichnet. Das war Teil der Ausstellung. Und dann, ich würde sagen, mit diesen Darstellungen, wie Sie sie hier rechts sehen, hat er sich eher an der europäischen Malerei orientiert. Hier zwei Bilder von Tibet im Film, also was ich erwähnt habe, Lebende Buddhas 1925 mit allen also Eigenschaften des Schauerkinos. Und zum Abschluss, also würde man im Technischen Museum Wien nicht vermuten, zwei Objekte aus unserer Sammlung. Links also eine Guanyin, eine sehr, sehr wichtige Emanation des Buddha aus China von der Wiener Weltausstellung 1873 und rechts eine Mönchsfigur aus Kunststoff von einem Wiener Kunststoffpionier Friedrich Pollack. Und das Rechte, das ist jetzt sozusagen, ist kein Kunstobjekt, aber ich nehme es als Unterstützung für meine These, dass in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre es ein bestimmtes Interesse für den Buddhismus gegeben hat. Denn die frühen Kunststoffhersteller, die haben ja Wege gesucht und Figuren gesucht, die sie mehrfach oder vielfach verkaufen können, dass es ein bisschen in Massenproduktion gegangen ist. Und diese Figur, diese Kunststofffigur, stammt eben aus dem Jahr 1930. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich sowohl bei den analog Anwesenden als auch bei den digital Zuhörenden. Und wenn es Fragen gibt, sehr, sehr gerne. Ich habe heute eigentlich nichts anderes mehr vor. Vielen Dank. Ich habe auch schon online, höre ich mich immer selber. Gibt es Fragen hier? Ich bin online. Nein, online, wenn ich schreiben will, also momentan gibt es keine. Ja, es kommt jetzt wahrscheinlich laut, Entschuldigung. Bitte. Es beginnt im 17. Jahrhundert. Was gab es da für Vorstellungen über den Buddhismus? Das ist irgendwas hinter der Türkei und andere Leute, aber. Gab es irgendwas außer Diffusitäten? Nein, nichts. Nix. Wie gesagt, es hat einfach, man hat keine Buddhisten gekannt, man hat keine buddhistische Milieus gekannt. Und was natürlich dazugekommen ist, 17. bis 18. Jahrhundert, die wenigen Informationen, die man gehabt hat von Leuten, die wirklich dort gewesen sind, die sind ja zu einem erheblichen Teil von Missionaren gekommen, die das Ganze natürlich durch die christliche Brille gesehen haben. Ne? Deswegen auch also ständig in den Reiseberichten gewissermaßen, dass man die Begriffe der eigenen Religion auf die Beschreibung beispielsweise des Buddhismus übertragen hat. Also ausgesprochen diffuse Vorstellungen. Und um ehrlich zu sein, es hat als Exotismus fasziniert vielleicht. Weil das genau, in gewisser Hinsicht. Ja. Und das, ja. Wie sind die Nazis dazu gestanden, wenn es ein paar Buddhisten im Reich gab? Das ist eine interessante Frage. Man muss schon sagen, es gibt auch eine NS-Rezeption des Buddhismus. Das hat
dass die japanischen politischen Eliten eine sehr, sehr harte Ausbildung sozusagen in der Zen-Praxis erhalten haben. Und das, Mit der Zeit, dass er mich bewegt. Ja. Danke. Wow, da sind wir ja richtig viele. Wie gesagt, diese NS-Rezeption, es ist beispielsweise auch ein Buch des berühmten, damals schon international bekannten Buddhisten Daisetsu Suzuki, der dann in den 1960er Jahren sozusagen mit der Zen-Buddhismus in der Beat-Generation Mode geworden ist, noch einmal also eine weitere Rezeption, diesmal ganz von der anderen Seite her erlebt hat. Aber ein Buch von Suzuki ist 1942 beispielsweise auch in Stuttgart erschienen. Ich habe mir das extra gekauft, also es ist nicht einmal ein verfängliches Vorwort dabei, aber man hat diese zen-buddhistische Schulung, wie gesagt, einfach als Zeichen der Härte interpretiert und erfahren. Also die Rezeptionen, bitte. Ich wollte noch ganz kurz sagen, die vielleicht berühmteste westliche Buddhistin des 20. Jahrhunderts, Alexandra David-Neel aus Frankreich, die also nicht nur buddhistische Länder bereist hat, sondern sozusagen auch gewissermaßen hohe buddhistische Weihen erreicht hat, was für eine Frau etwas ganz Besonderes gewesen ist, die im tibetischen Buddhismus verankert war. Und man sieht, ich habe ja erwähnt, also diese österreichischen Zeitungen, wo das Thema Buddhismus auftaucht, es gibt eine Menge von Rezensionen praktisch über jedes ihrer Bücher, die in den 1930er Jahren erscheinen. Also das, man könnte auch sagen, ich habe jetzt gar nicht speziell über die Rolle der Frauen auch geredet, gewissermaßen ein Role Model, denke ich mir. Nicht? Weil es so noch einmal ungewöhnlicher gewesen ist, dass eine Frau diese authentischen Erzählungen liefern konnte. Und eine der schönsten Anekdoten in ihrem Kontext ist, sie ist 101 Jahre alt geworden, ist bis ins relativ hohe Alter gereist, also 1960er verstorben. Und im 100. Lebensjahr hat sie noch einmal einen Reisepass verlängern lassen. Also das wird in jeder... Ja. Ich glaube, sie hat nicht ganz auf die Wiedergeburt vertraut, aber das ist schon ein sehr schönes Fakt. Ja, bitte. Ich habe Ihren Vortrag größtenteils versäumt. Ich habe nur jetzt im Abschluss diese Worte gehört über die philosophische Gesellschaft oder auch Helena Blavatsky. Und da habe ich aus meiner Beschäftigung mit mit einer rechten Esoterik, auch mit dem völkischen Gedankengut in unseren Breiten schon auch gewisse Assoziationen, nämlich, dass man zwischen diesen, man hat ja früher nicht so sehr zwischen Buddhismus und Hinduismus unterschieden, sondern vor allem von Indologie geredet. Und was Rassisten in unseren Breiten und schon im 19. Jahrhundert, Helena Blavatsky zum Beispiel, sehr fasziniert hat, in diesen Religionen war der Reinkarnationsgedanke. Und man hat in einem gewissen Eklektizismus den Rassengedanken mit dem Reinkarnationsgedanken in Verbindung gebracht, dass man gesagt hat, die Rassen reinkarnieren in höheren Seinsformen bis hin zum Arier, nicht? Und hat das nordische Germanentum mit dem Arier gleichgesetzt, weil vorher von Nationalsozialismus und so weiter die Rede war. Himmler hat ja selber einen gewissen Herrn Kies beauftragt, um den Urarier von den Briefe suchen zu lassen. Also man war fast, Helena Blavatsky ist quasi die Urmutter dieser Bewegung, und das geht über Gulda von List, Lanz von Liebenfels weiter, und das ist eine gewisse unheilige Tradition,
in der auch, das muss man auch dazu sagen, obwohl das die Philosophen nicht sehr gerne hören, Rudolf Steiner steht. Ja? Das ist eine Tradition, für die der Buddhismus sicher nichts kann, aber der ja vielleicht auch einen gar nicht so schmalen Strang dasteht, der bis heute neben einem seriösen Buddhismus ja bis heute in der rechtsesoterischen, man kann sogar sagen, rechtsextremen Szene eine nicht geringe Rolle spielt. Ja, 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 ist hier der Fall. Es gibt auch, was ich jetzt nicht genannt habe, sind Beispiele aus der sozusagen aus der schönen Literatur, und da gibt es beispielsweise, da kann der Buddhismus jetzt auch nichts dafür, aber der Karl-Hans Strobel, der ein wirklich also ganz tüchtiger Antisemit und Nationalsozialist gewesen ist, der hat schon relativ früh also auch zum Buddhismus Stellung genommen, und es gibt eine Erzählung von ihm, wo halt auch der Buddhismus wieder als Versatzstück verwendet wird. Ein weiteres Beispiel, der Fritz Mautner, der aus Böhmen gebürtig ist, der um 1910 sozusagen aus einer wissenschaftlichen Arbeit eines anderen praktisch die letzten Tage des Gautama Buddha beschreibt. Und wenn man sich den Mautner ein bisschen genauer anschaut, das ist, der schreibt auch ganz deutsch-nationale Romane. Ne? Der kommt aus diesem Kulturkampf, aus diesem nationalen Kulturkampf in Böhmen und Mähren. Und das ist also auch alles in seiner Biografie gewissermaßen. Also das muss man auch gar nicht, ich sehe diese Stränge durchaus auch, das ist schon so. Ja. Ja. Ach so, ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob jemand aufzeigt. Ja. Nicht der Fall. Ja, ja, da kann ich Ihnen zustimmen. Und wie gesagt, was halt noch dazu kommt, es gibt ja auch heute sehr, sehr verschiedene Strömungen im Buddhismus, und man kann das Ganze auch in einem politischen Kontext sehen. Also einige haben in ihrem Heimatland schon Anbindungen an eine bestimmte politische Gruppe. Das ist ganz klar. Das ist ja bei den in anderen Religionen nicht anders, nicht? Dass diese religiöse Bindung vorhanden ist, und dementsprechend sind sie dann halt auch geprägt und sind auch die Übergabe zwischen den Generationen geprägt. Da muss man gar nicht herumreden. Ja. Das ist ganz normal, würde ich sagen, für eine große Religion. Auf jeden Fall. Dass sich eine Religion quasi ein Kollektiv, eine universale Religion, einen Partikularismus unterwirft und missbraucht wird in diesem Sinne. Ja, es ist, und zum Teil sind ja auch sozusagen die Berufsreligiösen jene, die selber missbrauchen. Ich habe mich in Bezug auf Österreich auch ein bisschen gefragt, also wie ist es denn mit der Zuordnung zu den politischen Lagern, nehmen wir das jetzt, die christlich-sozialen im Großen und Ganzen nicht viel mit dem Buddhismus anfangen können, das liegt ja einigermaßen auf der Hand. Aber ich habe mich beispielsweise gefragt, gibt's zumindest Ansätze einer sozialdemokratischen, eines frühen Interesses zum Buddhismus, über Buddhismus, und in welchem Kontext? Und das finde ich beispielsweise bei den Freidenkern. Es gibt also bürgerliche Freidenker, es gibt sozialistische Freidenker, aber beide wenden sich sozusagen gegen die Macht, gegen den Machtanspruch der katholischen Kirche. Und für sie ist der Buddhismus dadurch interessant, dass er eine Religion ohne Gott ist. Ne? Also das ist genau der Kontext. Da gibt es dann, die veranstalten dann in Wien in den 20er Jahren einmal im Jahr einen Vortrag Christentum und Buddhismus, und da spielen sie sozusagen den einen gegen den anderen aus. Es hat ja beispielsweise auch eine reiche Literatur des Vergleichs zwischen Christus und Buddha gegeben, etwas, was die Katholiken regelmäßig zur Weißglut gebracht hat. Nicht? Es gibt die eine oder andere halt Schrift von katholisch-dogmatischer Seite, wo man sich das halt wahnsinnig verbittert und das also im Detail auch abhandelt,
so quasi wie jemand überhaupt auf die Idee kommt, diese, also den Jesus mit diesem Buddha zu vergleichen. Das sind ganz interessante Dinge und wie gesagt, also dahinter auch ein bisschen politische Strömungen. Das finde ich schon auch interessant. Ja. Und ich denke mir auch, weil ich von religiöser Dissidenz gesprochen habe, es ist auch sozusagen eine Frage der sozialen Schichtung. Das ist jetzt in Wien weniger sichtbar, weil es halt eine Großstadt ist, aber ich würde jetzt einmal sagen, am Land sich für Buddhismus zu interessieren, das braucht schon auch, es hat eine schichtenspezifische, es hat einen Gut, weil man muss ökonomisch unabhängig sein und muss in einer Kleinstadt auch den Willen haben, also dem katholischen Establishment gegenüberzutreten und zu sagen, wurscht, was ihr von der Kanzel redet, ich interessiere mich für den Buddhismus. Ne? Also ein Beispiel von, ich habe ihn kurz erwähnt, Friedrich Fenzel, wie er also diese Wiener Buddhisten so liebevoll ein bisschen karikiert, der eben aus der Tschechoslowakei mit den Eltern vertrieben wurde. Dann hat er in Kuchl in Salzburg gewohnt in den 1950ern und hat sich eben früh für den Buddhismus interessiert. Und die Post, die er sein Interesse betroffen hat, hat er sich zur Sicherheit, er schreibt, in eine benachbarte große Stadt schicken lassen, weil seine Mutter ihn gebeten hat, dass das nicht über den Briefträger bekannt wird, dass der junge Herr Fenzel sich für Buddhismus interessiert. Also ob mit der Großstadt Salzburg oder München gemeint ist, weiß ich nicht sicher. Für mich ist Salzburg eine Großstadt, aber das mag ein bisschen arrogant sein. Ja. Was übrigens Katholik, Protestant, Judentum, auch eine sehr, sehr interessante Sache. Ich habe es zweimal kurz anklingen lassen, dass relativ zu der sehr, sehr geringen Zahl, die sich für den Buddhismus interessiert haben, ein hoher jüdischer Anteil drin ist. Ne? Das haben wir beim Neumann, das haben wir beim Fritz Unger leider. Ich habe das ist auch im Deutsch, also im Buddhismus in Deutschland ist das eine ziemlich enge Verbindung. Und ich finde das sehr interessant. Ich habe in der Literatur auch Erklärungen dazu gesucht. Eine davon ist, dass es gewissermaßen die Juden ohnehin gewohnt gewesen wären, eine Minderheitenreligion zu sein. Da war es schon fast egal, ob man sich für eine andere Minderheit interessiert hat. Und das eine, ich habe einmal einen Wiener Judaisten gefragt, womit er diesen Zusammenhang begründen würde. Und er hat so in die Richtung gemeint, ja, es hat halt auch, sie sind auch an den konservativen Seiten der Religion, hat es auch im Judentum diese Abweichungen gegeben. Und dann hat man sich halt gegebenenfalls einer ganz anderen Religion zugewandt. Ne? Und er hat es dann auf den schönen Punkt gebracht, es hat Geschmack. Das ist eine richtig schöne Formulierung für dieses jüdische Interesse am Buddhismus, das eben auch in der Habsburger Monarchie in Österreich eben relativ stark gewesen ist. Oh, Katalin Jonborski. Na, Entschuldigung. Falscher Alarm, das war der Cursor und keine gehobene Hand. Sie können sich beruhigt zurücklehnen. Ich habe Sie durch einen technischen Irrtum fast aufgerufen. Ja. Nein, ich sehe jetzt niemanden. Ja. Ich weiß nicht, ob es hier noch eine Frage gibt. Fragen ganz herzlichen Dank für das Interesse. Danke. Vielen Dank.